So, hallo, das ist jetzt mein nächstes Video, weil es auch eine ganze Weile gedauert. Und ich werde mich, wie sonst in den Videos immer, wie ich es versucht habe zu machen, das irgendwie schicker machen, schicker, strukturierter, durchdachter, weil ich das einfach nicht hinbekommen habe und jetzt gar keine Videos mehr entstanden sind. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Das heißt, ich bleibe relativ unstrukturiert wie am Anfang. Ich rede und kritzle so vor mich hin. Und das ist einfach so das Ziel der ganzen Sache. Ja, heute soll es um das Thema Techniken gehen. Also Klartraumtechniken. Und ich kann dir mal einen ganz netten Titel geben, vielleicht kann ich mal hier aufschreiben. Die Techniken müssen zerstört werden. Natürlich müssen sie nicht zerstört werden, aber ich will das. Das heißt, es ist natürlich okay, Techniken anzuwenden und so. Es kann auch sehr viele Klarträume beschämen. Aber ich bin auch mal dafür, eine neue Herangehensweise auszuprobieren, nach der die Techniken, ja, man muss es nicht so hart ausdrücken, die Techniken dekonstruiert werden, auf ihre Bestandteile zerlegt werden. Also es ist sicherlich so, dass einige Leute, die schon länger beim Thema Klarträumen dabei sind, sich gut mit den Techniken auskennen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt alle davon praktizieren. Und dann hängen die da so im Hinterkopf rum. Man kennt sie, aber man, da fragt sie nicht mehr. Gut, es gibt auch Leute, die experimentieren darum. Aber viele, die kennen einfach nur die Techniken und das war's dann. Und auch Anfänger, die versuchen eben, die neuen Techniken anzuwenden. Viele versuchen das so ganz strikt nach Plan. Und fragen dann, ja, was genau muss ich machen, was habe ich falsch gemacht und so. Das ist ja an sich keine schlechte Frage. Aber ich bin dafür, dass man die Technik nochmal hinterfragt, dass man sich nochmal fragt, was sind eigentlich Grundbestandteile der Techniken? Warum funktionieren Techniken? Und was führt dazu, dass Techniken nicht funktionieren? Auf welchen Prinzipien passieren eigentlich Techniken? Was führt dazu, dass sie für verschiedene Menschen unterschiedlich gut funktionieren oder in verschiedenen Situationen, wenn man sie anwendet, mal geht's nicht. Und warum eigentlich? Und dass man sich das fragt, sollte man zumindest machen, wenn man sich schon einigermaßen mit dem Klartraum auskennt. Aber man kann das natürlich auch gleich von Anfang an tun. Es gibt einen Haufen Anleitungen im Netz, was man jetzt wie genau machen soll. Viele sagen ja dann jetzt genau, was sie tun sollen. Was man tun soll. Und es gibt auch einen Haufen neue Erfindungen von Techniken. Aber um eine Technik überhaupt erstmal neu erfinden zu können, die auch funktioniert, muss man, aus meiner Sicht, über die Techniken, die es eben schon gibt, hinausgehen. Man muss das Prinzip dahinter verstehen. Und dann was Eigenes draus machen. Was Neues irgendwie entwickeln. Das geht nicht, wenn man so ganz strikt immer nur an dem Plan bleibt. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass man mehr Klarträume erlangt, wenn man die Techniken dekonstruiert. Sondern es ist eine neue Einstellung zum Klarträumen. Weil das Klarträumen und überhaupt die Beschäftigung mit Träumen und mit dem Schlaf hat viel mehr Potenzial, als dass man das, als dass es nur darauf ankommen müsste, besonders viele Klarträume zu haben oder bestimmte Ziele, die man sich setzt, im Klartraum durchzuführen. Weil, wenn man das Ganze jetzt mal aus der neuen Perspektive, oder aus der Perspektive, die ich jetzt hier mit den Verbreitenden angeht, dann geht es darum,
ja, aus dem Klatraum eine Kunst zu machen oder eine Lebensweise. Etwas, das, bei dem man dann feststellt, dass das Spannende nicht nur der Klatraum selbst ist, nicht nur das Ziel am Ende, sondern die Technik einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, die eigentlich an sich gar nicht so spannend ist und an sich gar keinen Spaß macht. Weil auf die Weise, weil das ist auch eine These, die jetzt im Forum teilweise schon diskutiert wurde, auf die Weise, dass die Technik nur Mittel zum Zweck ist, führt es auch dazu, dass man vielleicht gar nicht so viel Motivation hat, diese Technik durchzuführen. Und durch die weniger starke Motivation wird man auch wahrscheinlich weniger Erfolge haben. Man wird auf jeden Fall deshalb auch weniger Erfolge haben, wenn man sich eben nur an den einzigen Zielen orientiert, die man sich setzt. Das heißt, man setzt schon von vornherein fest, das ist das Ziel, das möchte ich erreichen. Und alles andere außenrum ist irgendwie uninteressant. Ja, und da hat man natürlich nur einen ganz kleinen Rahmen dessen, was überhaupt Erfolg bedeuten kann. Man verpasst dadurch aber auch den ganzen Rahmen außenrum, der bei dem Träumen, beim Schlaf, beim Einschlafen, beim Bewusstsein, selbst wenn man wach ist, interessant ist und aus dem man viel lernen kann. Und darum geht's mir. Aber es geht mir auch darum, dass man die Techniken aus dem Grund hinterfragt, dass man nicht so stur einfach nur das anwendet, was irgendjemand mal gesagt hat oder sagen wird. Weil die Techniken, man sollte sich klar machen, wie die Techniken eigentlich entstehen. Ja, jemand kommt daher, legt sich hin, schläft und so, und hat dann bestimmte Erlebnisse. Und diese Erlebnisse sind halt irgendwann mal erfolgreich, das heißt, er macht irgendwas und dann gibt es einen Klartraum. Probiert irgendwas aus oder erlebt es vielleicht auch zufällig und dann kommt ein Klartraum oder wird zumindest was Ähnliches erreicht und die Technik wird dann verfeinert. Aber in der Technikbeschreibung, die daraus resultiert, das heißt, wenn jemand jetzt eine Technik gefunden hat und dann beschreibt genau die Schritte, die vorzunehmen sind, um Erfolg zu haben, in der Beschreibung, da fehlt meistens dann doch etwas. Da heißt die Technikbeschreibung, die ist nie komplett. Es gibt so viele Faktoren, die dazu führen, dass man einen Klartraum hat oder dass man keinen hat. Und die dazu führen, dass man gute Traumerinnerungen hat oder schlechte. Dass der Schlaf angenehm ist. Und was noch alles so für relevante Faktoren im Schlaf. Es hängt von so vielen Dingen ab, dass man das auch kaum alles beschreiben kann. Aber es gibt auch andere Gründe, warum das nicht alles beschrieben wird. Zum Beispiel, weil die Leute es nicht beschreiben können. Weil ihnen einfach die Worte dazu fehlen, bestimmte Dinge zu erklären, die dann einfach im Geist abgehen. Oder weil das, was sie tun, ihnen so selbstverständlich erscheint, dass sie es gar nicht einer Erwähnung wert finden oder vielleicht gar nicht mal merken, dass es überhaupt ein Faktor ist, der zum Erfolg beiträgt. Weil das vielleicht etwas ist, ja, eine Herangehensweise oder eine geistige Einstellung vielleicht, die bei ihnen einfach ständig gegeben ist, bei anderen Leuten aber nicht, oder zumindest jetzt in dem einen Moment ständig gegeben ist, aber nicht für immer. Und dass es denen so selbstverständlich erscheint, dass sie gar nicht darauf kommen, dass der Faktor überhaupt wichtig ist, damit die Technik funktioniert. So, und jetzt sollte ich mal zu ein paar Beispielen kommen, damit das nicht zu abstrakt bleibt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Bildtechnik. WED, das heißt das bewusste Einschlafen. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt die ganzen Techniken, wie das immer so gern praktiziert wird, in diesem Abkürzungswahn beschreiben müsste. Sagen wir doch einfach mal, worauf es ankommt und nennen das nicht so kryptisch, auf irgendeine Abkürzungsweise, so dass es Anfänger oder Leute von, die von außerhalb kommen, die nicht in dieser Szene sind, gar nicht kapieren. Oder dass man vielleicht selber gar nicht mehr kapiert, worum es geht. Eigentlich geht es um das bewusste Einschlafen.
Und wie man dann bewusst einschläft, ist erstmal nebensächlich. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Wege, wie es dazu kommen kann, dass man nicht eintrübt beim Einschlafen. Also nicht das Bewusstsein. Aber sagen wir mal, jemand hat jetzt diese Wildtechnik entworfen. Und, oder denkt. Und gibt dann vor, ja, du musst im Schlaf, du musst irgendwann nach ein paar Stunden aufwachen. Das wird dann DBTB genannt. Dann musst du nach 5 Stunden Schlaf aufwachen. Und dann wieder einschlafen. Und dann musst du bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel auf die Hypnagogien achten, die da so auftauchen, die ganzen Bilder und Geräusche, die beim Einschlafen sichtbar sind. Oder du musst auf deinen Körper achten und die Schlafparalyse abwarten, dich überhaupt nicht bewegen. Manche sagen, ja, ein bisschen bewegen vielleicht. Ja, auf jeden Fall die Schlafparalyse abwarten. Und dann musst du es einfach üben und irgendwann kommst du einfach in den Traum. Ja, da hast du einen Übergang und so. Und dann bist du drin. Du kannst dich aus dem Körper rausrollen, kannst in die Szene einsteigen, was auch immer. Ja, aber dann liegt unsere Person vielleicht dort und im Endresultat liegt sie vielleicht 2 Stunden im Bett und kann gar nicht einschlafen. Das heißt, diese Technik mit Aufwachen, mit bewusstem Einschlafen, war überhaupt gar nicht für diese Person konzipiert. Aber es ist ein generelles Rezept gewesen, bei dem man nicht darauf achtet, was für bestimmte Personen geeignet und ungeeignet ist. Es gibt unzählige Leute, die Einschlafschwierigkeiten haben und die sehr lange brauchen, um einzuschlafen. Für diese Leute ist es einfach nicht geeignet, auf die Art und Weise, wie es manchmal empfohlen wird, nachts aufzuwachen und dann wieder einzuschlafen und diese ganzen geistigen Vorgänge zu beobachten, weil sie sowieso schon zu viel geistige Aktivität haben, die sie davon abhält, überhaupt einzuschlafen. So, und dann sagen die Technikvertreter, ja, es geht nicht. Es geht bei dieser Technik eben auch darum, dass man mit dem Bewusstsein abdriftet in eine tiefere Sphäre, dass es irgendwie, ja, mehr traumlogisch wird, dass man nicht auf die gleiche Art, wie wenn man wach wäre, nachdenkt, weil so schläft man nicht ein. Man soll also irgendwie abdriften und so. Und dann, aber es wird dann nicht weiter näher erklärt, was vielleicht auch schwer zu erklären ist. Und damit wir sowas irgendwann mal erklären können, müssen wir anfangen darauf zu achten, was eigentlich genau abgeht. Was passiert da eigentlich, wenn unser Bewusstsein abdriftet und wir mehr in eine Traumlogik hineinkommen, wo das normale Denken einem veränderten Denken weicht, das irgendwie näher am Schlaf ist, das Gefühl, dass man einschläft, selbst wenn man bewusst ist. Wie kann man das beschreiben? Da muss man das erstmal beobachten, analysieren. Und dann muss man feststellen, dass für diese Person, die so diese Einschlafschwierigkeiten hat, es überhaupt erstmal der erste Schritt ist, nicht irgendeine bestimmte Technik einfach durchzuführen oder eine andere Technik auszuprobieren, sondern zu lernen, erst einmal schnell einzuschlafen. Einfach das erstmal zu lernen, wie es überhaupt möglich ist, schneller einzuschlafen als bisher. Und dann gibt es andere Leute, die schlafen sehr schnell ein und die klagen dann über das Problem, dass sie so schnell weg sind, dass sie gar nicht erst in der Lage sind, irgendwie zum Beispiel auf- und abzutauchen und das Bewusstsein zu behalten und sofort eintrüben. Dann müssen diese Leute natürlich erst einmal lernen, langsamer einzuschlafen. Oder beim Rumliegen einfach mal überhaupt nicht einzuschlafen. Das heißt, worum es eigentlich beim sogenannten Bilden geht, das ist das bewusste Erforschen und Beobachten der Prozesse beim Einschlafen. Das heißt, man lernt richtig einschlafen, das Einschlafen zu beobachten. Man lernt, was eigentlich passiert mit dem Körper, wenn man einschläft und was mit dem Geist passiert und wie man selber das mehr oder weniger steuern kann. Aber zuerst einmal es überhaupt zu beobachten.
Und dann lernt man die Schlafparalyse kennen und die Hypnagogie. Und das alles kennenzulernen, das ist für viele Klärtraum überhaupt gar kein erstrebenswertes Ziel. Die Leute wollen direkt den Klärtraum, aber sie wollen sich nicht mit Hypnagogien beschäftigen, mit der Schlafparalyse selbst. Aber diese Einschlaf- und Aufwachprozesse bewusst zu erforschen, das birgt mehr Potenzial, als viele Leute vielleicht denken. Allein schon das Thema Hypnagogien, also diese Phänomene, die auftauchen beim Einschlafen, wenn man noch nicht schläft, aber schon viele Muster und Szenen sieht und Geräusche hört und Stimmen und Musik, dass man das, je mehr man es beobachtet, auch immer mehr intensivieren kann und auch verstehen kann. Letztendlich können diese Szenen, die beim Einschlafen auftauchen, schon so realistisch sein, als würde man träumen. Als wäre man wach, das heißt, sie können fotorealistisch sein. Sie können alle Sinne einnehmen, das heißt, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Im Prinzip ist das ähnlich wie kurze Klarträume. Nur, dass sie einen Vorteil haben, dass man sie schneller erreichen kann. Sie sind leichter zu erreichen, weil man sie sehen kann, wenn man schon die Augen schließt, wenn man relativ müde ist oder wenn man es geübt hat. Da kann man die sofort wahrnehmen, diese Hypnagogie. Und man kann bewusst bleiben, währenddem, dass man gerade in der Hypnagogen-Einschlafphase ist oder Aufwachphase, dass man diese Hypnagogien gerade sieht und man kann sie beobachten, man kann sie sogar steuern. Und genauso im Klartraum bedeutet steuern nicht einfach, dass man sich was vorstellt und es passiert dann, sondern dass man seinen Bewusstseinsfokus auf etwas lenkt, auf einen bestimmten Wunsch. Und der dadurch manifestiert wird. Dass es also nicht gewaltsam funktioniert, da man sonst wieder rausgerissen wird. Da sich sonst alles wieder verflüchtigt. Und man kann genauso wie Träume, auch die Hypnagogien, verstehen lernen. Das heißt, man analysiert sie, welche Gefühle man dabei hat oder welche Assoziationen die auslösen, wodurch entstehen denn bestimmte Eindrücke, die man in den Hypnagogien hat. So, und das Interessante ist nur, wenn man einmal davon wegkommt, nur Klarträume haben zu wollen, und merkt, wie interessant Hypnagogien sein kann, dann merkt man auch, dass es nicht nur beim Einschlafprozess zum Beispiel diese interessanten Phänomene gibt, sondern auch, wenn man wach ist. Das heißt, wenn man wach ist, begegnen einem ja auch ab und zu mal irgendwelche Einfälle, die man hat, Assoziationen plötzlich. Erinnert man sich an eine bestimmte Szene und dann ist die Erinnerung schon wieder weg. Aber wenn man dem nachgeht und das bewusst beobachtet, dann kann man daraus wie bei Hypnagogien letztlich bestimmte Sinneseindrücke sogar bekommen oder bestimmte Gefühlseindrücke nachverfolgen und auch verstehen, woher das kommt. Wieso bestimmte Situationen jetzt genau diesen Erinnerungen getriggert haben. Das heißt, wenn es an Selbsterforschung geht, dann sollte man sich auf keinen Fall nur auf die Klarträume beschränken. Aber das Thema Klarträume ist eben nahtlos verbunden mit dem ganzen Thema bewusst die Dinge verfolgen, die im Geist passieren. Während man zum Beispiel einschläft, während man in andere Bewusstseinszustände übergeht. Und diese Übergänge zu beobachten, das ist eigentlich das Grundelement. Dann bilden. Die Übergänge in andere Bewusstseins- und Körperzustände. Und damit das Video jetzt nicht zu lang wird, mache ich an dieser Stelle einen Cut. Abonniere dann im nächsten Video gleich weitermachen mit den anderen Techniken, die so bekannt sind, und die wir sehen kurz drehen. Und dann im Laufe einiger Videos, nachdem ich die gesehen habe, durch das Thema Freestyle klar sein. Und vor allem als Lebenseinstellung etwas näher bringen. Ja, dann bis zum nächsten Video.